Liga Zockmontag. Die größten Spielklischees aller Zeiten. Platz 5. Rule of Three. Ich habe schon erwähnt, gerade in einem Gespräch von uns, ich spiele gerade mit dem Tom zusammen Conker Live and Reloaded, das Remake des N64-Klassikers. Und leck mich am Arsch. Du kannst alles in diesem Spiel machen. Wenn du Käse holst, wenn du einen Gegner bekämpfst, wenn du springen musst, wenn du irgendwelche Gegenstände besorgen musst, du musst alles, alles dreimal machen. Ja, die Rule of Three ist das, was man in den, was Darksiders 2 zum Beispiel letztes Jahr so extrem ausgereizt hat, dass es wirklich schon krass war. Also Zelda macht es ja auch ganz gerne, aber gehe dahin, hole drei Sachen, jetzt bist du zurückgekommen, das ist aber gut, dann hole aber jetzt nochmal die drei Steine, die da rein müssen. Ni No Kuni, neulich erst wieder, ich musste einen Zauberstab finden, drei Edelsteine fehlen. Warum drei? Aber das stimmt ja. Schon, das ist so, ich weiß noch nicht, vielleicht ist das so in der christlichen Mythologie irgendwie verankert, irgendwie so die Dreifaltigkeit. Ich meine, drei Jesus. Ist ja so eine Zahl, wo man sagt, ne, Jesus... Ja, du weißt. Genau, ja, drei und Jesus und die Dreifaltigkeit. Aber natürlich im Spiel, glaube ich, so genannt, ganz konkret, auch wieder Zelda, die Triforce, diese drei Stücke, die Triforce oder Triforce eben zusammensetzen. Ja, es ist so ein klassisches Thema. Ich muss ja sagen, so Spiele wie Darksiders oder Zelda finde ich ja geil und ich habe es auch, ich finde es auch gut, wenn man Aufgaben vorgesetzt bekommt, die irgendwie ein absehbares Ziel haben. Also wenn ich weiß, so, jetzt muss ich noch ein Ding finden, das mag ich ganz gerne. Ich mag es halt nur nicht, wenn es zu oft kommt und ich finde es auch nicht gut, wenn es zu offensichtlich ist und wenn es auch nur kommt. Ja, es ist so ein klassisches Thema. Vor allem ist das auch eine ganz billige Art und Weise natürlich oftmals, und da sind wir wieder beim Negativen, um Spiele zu strecken. Genau. Indem man eben einfach sagt, na ja, du könntest jetzt ganz einfach, aber nein, du musst jetzt erst das und das und das machen. Aber das ist ja häufig so. In Darksiders 2 solltest du dann einfach auch wieder nur irgendwelche Stäbe zusammensetzen. Bitte, keine Stäbe mehr. Und dann in drei, und die bringst du dann in drei Grüfte hinein. Da sind dann aber drei Gräber und da musst du es dann dreimal reinstechen. Platz 4. Was ist das denn? Amnesiespray. Fantastisch. Oh, was ist das denn? Amnesiespray. Da könnten wir jetzt ewig weitermachen. Und so wie, schöne Überleitung, Piranha Bytes zum Beispiel, die das ja in Gothic in jedem Spiel machen, mittlerweile in Risen. Nee, Amnesie, das klingt ein bisschen wie ein weiblicher Vorname in Wirklichkeit, aber es ist wirklich eine der schlimmsten Story-Mechanismen, die... Also wirklich, muss man sagen, das ist so ausgenudelt, das ist, da könntest du einfach nur den Finger in den Hals stecken. Ich habe jetzt gerade einen Trailer zu Remember Me gesehen, der gerade rauskommt. Ist das Spiel, was im Juni rauskommt. Da geht es natürlich auch ganz um die Erinnerung. Und natürlich hat die Heldin auch eine Amnesie. Und dann gibt es halt original einen Charakter, der zu ihr geht und sagt, hi, du kannst dich an nichts erinnern, aber wir haben 2084 und du bist in Neo Paris. Die und diese Organisation hat uns alle niedergetrottet. Also der hat wirklich einfach nur dem Spieler erklärt, wo sie gerade sind. Aber dennoch muss ich sagen, liebe Entwickler, Amnesie, bitte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Es ist gut, wenn da am Ende dann auch noch ein bisschen mehr draus wird. Ich erinnere an Knights of the Old Republic, wo du halt am Anfang nicht weißt, wer du bist und halt diese große Geschichte hast. Und in Knights of the Old Republic dachte ich die ganze Zeit, es ist vollkommen egal, wer ich bin. Aber als dann diese große, übergreifende Geschichte mit deinem Charakter verbunden wird am Ende, ohne jetzt spoilern zu wollen, da dachte ich so, wow, das ist mal eine geile Amnesie. Also ich behaupte jetzt mal, wenn du Amnesie hast, wenn du mir jetzt auf den Kopf schlägst, weil ich dir so auf den Sack gehe, ja, was passieren kann, und ich dann Amnesie bekomme, dann weiß ich doch trotzdem noch, dass ich auf dem Planeten Erde bin, oder? Oder bin ich dann, das ist eine gute Frage. Schwerkraft, was ist los? Weißt du, dass du dir nach dem Stuhlgang die Hände waschen sollst? Also was vergisst man alles? Oder sagt man im Moment, da wo ich mich nicht mehr erinnern kann, wo ich groß geworden bin, haben wir das ja eigentlich ganz anders gemacht. In Risen oder Gothic hat deine Person ja keine Relevanz für die Geschichte, außer der Part, den du selber mitgestaltest. Und dann denke ich mir, warum geben sie mir nicht einfach einen Namen und sagen, er kommt aus Untertupfelfingen, war mal Magieschüler und jetzt ist er hier. Aber du hast vollkommen recht. Aber sowas wurde auch noch nie angesprochen in Spielen. Wird's auch nicht. Das wäre tatsächlich mal interessant, wenn die Amnesie an sich ein Teil der Story wird und er damit umgehen muss. Platz 3. Thank you.
Die Shooter-Granate, könnte man jetzt denken, sind besonders gute First-Person-Spiele. Ja, da haben wir uns ein bisschen schwer getan, das zu benennen. Was wir damit meinen ist, dass in jedem verdammten First-Person-Shooter heutzutage an irgendeiner Stelle zu dem Punkt kommt, wo du irgendeine gegnerische Stellung stürmst und alles geht ab und Action und wow, Party, es macht Spaß. Und dann wirft aber irgendjemand eine Granate oder ein Helikopter schießt eine Rakete auf dich ab oder irgendjemand steckt dir vor den Kopf so sehr, dass du dann nach hinten stürzt, die Sicht verschwimmt, du bekommst ein Piepen in den Ohren und musst dann die nächsten 2 Minuten damit leben, dass du dann in dieser verschwommenen, piependen Sicht und Hörlage durch das Level rennst. Das ist halt so Standard, eine Standardsituation aus jedem Call of Duty mittlerweile und ich denke mir, wird euch das nicht langsam über? In Medal of Honor hast du die Dinger dann natürlich auch und Battlefield hast du sie im dritten Teil. Das ist halt auch eine Möglichkeit, glaube ich, dem Spieler, also sie wollen dem Spieler damit das Gefühl geben, dass seine Spielfigur verwundbar ist. Denn heutzutage hast du ja bei fast allen First-Person-Shooter die Mechanik, dass du dich 3 Minuten oder 3 Sekunden hinter einer Deckung verstecken musst und dann heilst du dich wieder. Durch so eine Granate, die dich dann zurückwirft und die dich dann wirklich verletzt und du kannst nicht mehr hören, sollst du natürlich das Gefühl bekommen, dass du halt verwundbar bist. Wird allerdings halt, also klappt heutzutage, finde ich, nicht mehr, weil es halt einfach so ein Klischee geworden ist. Du hast dann dieses Fiepen auf dem Ohr, liegst dann da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und es ist natürlich ein schönes Element, um so ein bisschen Spannung zu erzeugen, aber eigentlich haben sie mit dem ersten Modern Warfare alles rausgeholt, was ging. Das ist vor allem so ein, leider, das ist ja wirklich dann so ein Kriegseinsatz in Absurdistan eigentlich. Ja. Ne, wo du, es ist so, wie mit Schwertern und Waffen, dass du denkst, Moment, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich meine, das mit dem Auto heilen hinter der Deckung ergibt auch keinen Sinn. Aber das mit der Kolbenschlag vom Gegner, dass der mich dann ohnmächtig macht und das die größte Bedrohung in einer nuklearen Kriegssituation ist, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, da denkst du echt... Ja, es ist, okay, nicht, ist keine, sind Granate, nicht immer nur Granaten, es sind auch andere Dinge, aber dass du umfällst und dann schließen sich die Augen. Und der dann, Bösewicht kommt nochmal und verrät seinen üblen Plan. Platz 2. Morrowind ist es, oder Morrowind oder wie auch immer, war das ein besonders großes Problem mit den Ratten im Rollenspiel, weil du bist aus dieser Anfangsstadt rausgekommen und hattest nur einen Dolch und da waren nur Ratten drumherum und die haben dich sofort getötet. Du konntest sie nicht besiegen. Das ist vor allem, wenn ich da an meine eigene Zock-Jugend zurückdenke, das reicht wirklich ganz weit zurück. Mhm. Nämlich an Ember Star zum Beispiel, so ein Amiga Atari ST Rollenspiel war das, uralt mittlerweile. Ja. Da war das auch das erste irgendwie, der Weinschenkenbesitzer hat ein Problem mit seinem Keller. Ja. Da sind wieder Ratten drin. Auch in den ersten Fallout-Teilen nur Ratten. Und es ist immer wieder so eine Sache, wo man sich denkt, wie unepisch ist das eigentlich? Ja, du kommst dann, die ersten Schritte machst du als der potenzielle Weltenretter und dann kommt dir erstmal eine Ratte in den Weg und die beißt... Oh Gott, Tetanus! Genau, die beißt sich dann quasi tot. Oder auch bei Might and Magic zum Beispiel, Might and Magic 3 war das so, da musste man auch das erste Mal in Rattenplage natürlich lösen. Ja. Und die war aber schon so unfassbar schwer, dass wenn man das geschafft hatte, dann hat man so viele XP bekommen, dass alles, was danach kam, die Orks und was dann auch die ganzen Standard-Schergen, die es dann sonst noch in Rollenspielen gibt, die waren dann alle unfassbar leicht. Cool fand ich da schon eher so die Ratten in, auch da muss ich wieder eins meiner Lieblingsspiele, nämlich Dark Souls bemühen. Wenn du da nämlich in den Katakomben bist, da sind die Ratten und die vergiften dich. Aber ich mag Ratten auch ganz gerne eigentlich. Also mich stört das nicht. Mich stören dann Ratten, das ist ja so dann Ratte 2.0, wenn die nicht nur doofe Nagelangriffe haben, sondern auch dich noch vergiften. Das mag das ist auch Dark so Souls, ne? Ja, oh, ja. Und da denkst du dann wirklich, jede Ratte ist für dich dann der Ober-Endgegner. Das ist schon ziemlich krass, diese Kanalisation. Platz 1. Platz 1, vollkommen zu Recht. Also rote Fässer, ich glaube, ja, wird Doom gewesen sein, ne? Also zumindest für First-Person-Shooter. Das kommt, glaube ich. Waren es damals nicht noch grüne Fässer? Kann das sein, dass es damals noch grün waren?
Da habe ich nämlich eine Story gehört von dem Bulletstorm-Macher. Ja. Der, die haben wohl erzählt, dass sie ursprünglich auch blaue oder grüne Fässer in Bulletstorm hatten, aber wirklich kein Mensch in den Test drauf geschossen hat, weil grün und blau halt eine positive Farbe ist und man nicht denkt, dass sie explodieren. Und deswegen wurden sie dann rot gemacht. Jetzt erst kürzlich wieder gesehen, wo habe ich... in Crysis 3. Crysis 3, eigentlich ein super schönes Spiel, aber überall in der Spielwelt stehen halt rote Fässer rum. Und ich denke mir dann... Wer rollt die da hin? Hallo? Ich frage mich noch, was die Motivation dieser Helden ist, in die meistens sehr, sehr wackeligen Strukturen, die dann auch einstürzen, dann irgendwie ein explosives Fass da reinzustellen. Was bringt denen das? Müssen sie ständig tanken? Wenn ja, warum markieren sie es rot und lassen es explodieren? Wenn ich auf ein Ölfass in echt schieße, explodiert es dann auch? Ich zitiere ja immer gerne mein Lieblingsspiel Deep Black, wo die Feinde sich tatsächlich hinter Fässern versteckt haben. Ich fände es mal cooler, wenn sie sich in roten Fässern verstecken würden. Stimmt. Donkey Kong hat auch mit roten Fässern geworfen, die gelbe Streifen hatten. Schlimm ist ja, dass in aller Regel immer die schlimmsten Gegnertrauben sich um dieses rote Fass versammeln, in trauter Einigkeit, um da was auch immer zu zelebrieren, weil sie meinen, das ist doch sicher. Ja. Das hat ja zwei Wände, so, weißt du? Vorne, wenn du dagegen und dahinter nochmal und dann wie die Kugel oder was auch immer für eine Logik dahinter stecken mag. Das ist halt wirklich das Mega-Klischee und eines vor allen Dingen, was sich nie aufklären lassen wird. Warum verstecken sich die Leute hinter diesen roten Fässern, auf denen ja zum Teil sogar explosiv... Tödlich, nicht verstecken. Oder Kopf, so Totenköpfe und so, und es funktioniert halt jedes Mal. Das sehe ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass du halt in einem Geschütz stehst und dann kommen halt einfach an speziellen Positionen 5, 6, 7 Gegner, die du allein nicht besiegen kannst, aber die rennen dann immer an 3 verschiedenen Positionen, wo dann immer die Fässer stehen. Ich glaube, das soll irgendwie totalen Spaß machen. Das soll das Gefühl geben, du bist wieder so irgendwie so Actionheld, so wie im Film, weißt du? So, die springen dann im Zweifelsfall auseinander und das ist irgendwie toll, aber ich... bin da auch so ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, warum die immer noch eingebaut werden. Ich meine, vielleicht ist das auch einfach wie so ein moderner Gag, dass man sagt, das gehört einfach dazu. Der Wilhelm-Scream der Spiele. Genau, der Wilhelm-Scream der Spielszene. Das war's mit Folge 3 der Spiele-Klischees beim Top-Montag. Nächste Woche ist die Community-Folge dran, da kommen dann eure Votes rein. Ihr könnt also auf giga.de gehen und dort für eure Vorschläge für die größten Spiele-Klischees voten. Davon wählen wir dann ein paar und die kommen dann nächste Woche in die Community-Folge. Auf der anderen Seite könnt ihr euch andere Folgen vom Top-Montag angucken, zum Beispiel die größten Enttäuschungen aller Zeiten. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.